wir schön schießen. Ich hab voll die Idee zum Beschützen. Guck mal, der ist hier vorne schon so weiß, da kommt bestimmt was raus. Oh, ja. Das ist super. Dann kommt noch das zweite. Ja. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Muss ja auch sicher sein. Wir haben uns einfach hier so gedacht, das ist ja hier der Ulan, das Ulan-Denkmal. Und wir dachten uns dann so, Ulan, ob die wohl auch so riesige Penisse hatten. Und dann haben wir uns gedacht, man könnte ja so eine Mischung machen aus Empörung und Kunst. Und das passt doch ganz gut. Also ich finde, es verschönert dieses Stadtbild ungemein. Und ich muss sagen, mir gefällt es jetzt auch viel besser als vorher. Viel besser so. Wie viel Bunt sicherer. Ja. Bunter als die Schwarze. Ja. In vielen bunten Farben und Formen. Es gibt ja hier schon einmal dieses Ulan-Denkmal, irgendwo hinten im Wald. Ja. Und das hier ist der August-Bebel-Platz, glaube ich, ne? Richtig, genau. Genau. Und da dachten wir uns, hier dieses Gebäude, wo so viele auch Kinder und Jugendliche in Vereinen sind und hier andauernd vorbeilaufen, dachten wir uns, wieso muss denn hier auf diesem Platz sowas rumstehen? Also wir finden das einfach mal nicht schön. So, und dann haben wir uns überlegt, zum Beispiel könnte doch hier super eine Bank der Begegnung stehen. Einfach ein paar Bänke hinstellen, dann freuen sich die ganzen Leute, wenn sie hier langkommen. Genau. Und dann müssen sie ausgerechnet eine Kanone hier hinstellen, die zufälligerweise noch auf den Kirchturm weist und die komplette Straße lang. Also das ist uns völlig unbegreiflich. 1, 2, 3! Krieger verhüten! Geht ja noch, glaube ich.